Um etwas an die frische Luft zu kommen, sind wir heute mit unserer Zwergpinscher-Dame Shanti zur Burg Gleiberg aufgebrochen. Und so ging es los mit dem Auto aus der Stadt Gießen nach Vetzberg, um von dort kilometerweite Naturschönheit zu genießen. Vetzberg ist ein Ortsteil der Gemeinde Biebertal im mittelhessischen Landkreis Gießen. Die Ruine der Burg Vetzberg befindet sich in dem Dorf Vetzberg selbst und ist ca. 2 Kilometer Luftlinie von unserem Wanderziel Burg Gleiberg entfernt. Die Oberburg wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts erbaut. Wie man sieht, verfiel die Burg mit der Zeit, sodass nur Teile der Ringmauern und Reste der Unterburg bis heute erhalten sind. Das Interessante dabei ist, dass die Burg Vetzberg sich auf der Spitze des erloschenen gleichnamigen Vulkans Vetzberg befindet. Man solle sich vorstellen, es gab damals einen Vulkan. Und von hier oben gibt es einen wunderschönen ländlichen Anblick. Ihr seht, Teile der Burgruine werden restauriert und saniert. Schön, dass die Kultur erhalten bleibt. Ist dieser Anblick nicht herrlich? Gut, dass das Wetter heute mitgespielt hat. Allerdings ist es ganz schön windig hier oben. Aber das soll uns ja nicht von unserem Vorhaben abhalten. Wie sagt man so schön? Nur die Harten kommen in den Garten. Und hier sehen wir auch schon unser Ziel, die Burg Gleiberg. Wir sind keine erfahrenen Wanderer, also suchen wir unseren Weg bis zum Ziel selbst aus. Wir haben natürlich die Möglichkeit, bei Google Maps nach einem vernünftigen Weg zu schauen, aber wir laufen einfach drauf los, vertrauen unseren Instinkten und Orientierungssinn und lassen uns einfach überraschen. Das Ziel des kurzen Tagesausfluges ist es nämlich, sich zu erholen, frische Luft zu schnappen, sich zu bewegen und die Natur zu genießen. Ach ja, dem Hund mal eine andere Auslaufsmöglichkeit zu bieten als einen wiederholten Spaziergang im gewohnten Umfeld. Hier ist der Weg nach unten etwas kurz, aber dank den Einwohnern haben wir einen richtigen Pfad gefunden. Etwas matschig das Ganze und doch ganz schön rutschig, aber dafür gut zu laufen. Nicht zu vergessen, wir hatten immer unser Ziel vor Augen und konnten so den ungefähren Abstand zur Burg Gleiberg abschätzen. Hier nochmal die schwierigste Frage der Fragen nach rechts oder links. Der Hund hat entschieden, wir laufen nach rechts und da unser Ziel, leicht erkennbar zwischen dem Gestrüpp. Naja, oder vielleicht doch noch etwas weit entfernt. Wir laufen einfach mal los und dann sehen wir, wo wir ankommen. Oh, sieht ja noch ein bisschen entfernt aus. Da gab es einige Gärten mit den unterschiedlichsten Bezeichnungen. Und unterwegs stößt man auch auf Bänke mit solchen Fitnessübungen als Vorschlag. Also eine gute Alternative zu den derzeit geschlossenen Fitnesszentren. Hier eine Imkerstation. Und pure Natur, soweit das Auge reicht. Wie man sieht, ich genieße den Spaziergang auch. Der Hund freut sich. Unser Ziel nähert sich uns so langsam oder wir uns dem Ziel. Hier hat Shanti sich ein wenig verlaufen wollen, aber gut, dass sie uns dabei hat. Wir zeigen ihr den Weg.
Wir nähern uns langsam der Straße und damit auch unserer Burg Leiberg. Hier vorsichtig und schnell die Straße überqueren und wir sind schon die Hälfte unserer Route gelaufen. So, ein wenig schnüffeln nebenbei. Shanti soll schließlich hier auch auf ihre Kosten kommen bei diesem Spaziergang. Ach ja, im Sommer können hier Sonnenblumen selbst geschnitten werden. Macht das eigentlich jemand? So, die Ruine Fetzberg liegt nun hinter uns. Und hey, da bekommt Shanti einen kleinen Snack für das tapfere Durchhalten. Hat sie sich auch verdient. Und so gehen wir weiter, überqueren die Brücke. Und bewältigen das Bergsteigen für Anfänger. Leichte Sache für den Hund. Etwas anstrengend für uns, aber das hält uns nicht auf. Wir geben nicht auf und erreichen unser Ziel. So. Fast oben angekommen, stellten wir fest, dass wir noch ein ganz schönes Stückchen um die Burg herumlaufen müssen. Aber der Mensch wird in seiner Not erfinderisch und so haben wir eine kleine steile Abkürzung in der Gleibergsiedlung entdeckt. Haben wir natürlich auch gleich genommen. Somit haben wir das Ziel erreicht und herzlich willkommen auf der Burg Gleiberg im Dezember 2020. Meine zwei Begleiter sind ganz stolz, dass wir den Weg nun tatsächlich hinter uns gebracht haben. Und nochmal hier der wunderschöne Ausblick auf das Dorf. Ja, der Hund darf den Ausblick auch mal genießen. Und wenn wir schon einmal da sind, spricht ja nichts gegen einen kleinen Rundgang. Geh entgegen. Die Burg Gleiberg ist ein erhaltenes Schloss aus dem Mittelalter mit einem unglaublichen Panoramablick, den wir bereits gesehen haben. Der Ort eignete sich für schöne Fotos. Ganz gleich, ob Hochzeit oder privat.
Hey, mein Shanti, da bist du ja. Nun waren wir schon eine Stunde unterwegs und so langsam mussten wir natürlich auch wieder nach Hause aufbrechen. Aber man kann ja noch mal kurz woanders reinschauen, sonst kommt man noch gar nicht dazu. So, einmal noch mal hier reinschauen. Toll. Und hier noch mal ganz kurz. Wer kennt das nicht? So, jetzt aber wirklich. Ab nach Hause. Naja, ich drehe mich noch mal kurz, um alles noch mal mitzunehmen. Naja, jetzt aber wirklich ab nach Hause. Es liegt nämlich ein ebenso langer und kalter und matschiger Weg vor uns wie der Hinweg bis hierhin. Außerdem wird es ja bereits schon früh dunkel und wir wollen ja nicht in der Dunkelheit im Matsch stapfen. So, dann tschüss, schöne Burg, bis zum nächsten Mal. Ach ja. Die Türe noch schnell schließen und die anstehende Wanderung bergab erst einmal genießen, bevor es wieder so richtig steil wird. Und noch mal einen letzten Blick und auf geht's. Uns tun schon die Füße weh, wir sind das nicht gewohnt. Der Hund läuft aber ohne Ende weiter. Und damit es für den Hund nicht ganz so langweilig wird unterwegs, kann man auch oft trainieren. Wir trainieren hier zum einen das Kommando Such. Das Herrchen hat sich nun versteckt. Wir haben ihn unterwegs verloren und Shanti muss ihn jetzt finden. Es kann ja sein, dass einer unterwegs irgendwo verschollen bleibt und Hilfe braucht. Da, sie hat ihn gefunden. Feiner Hund. Ganz toll gemacht. Klasse. So, kurze Belohnung, kurzer Blick auf die abendliche Burg. Die Lichter sind schon angegangen. Und auf geht's weiter nach Hause. Ein toller Tag. Und auf jeden Fall als Tagesausflug sehr zu empfehlen.